In der letzten Folge habe ich mir zwar ein Totem geholt, um nicht drauf zu gehen, da das allerdings verbraucht wird, brauche ich mehr und dafür baue ich mir jetzt eine Farm. Da ich vorher schon mehrere Farmen gebaut habe und die Materialliste von dieser Farm ziemlich klein ist, sollte ich das meiste Zeug tatsächlich schon haben. Das heißt, ich muss nur wenige Materialien sammeln. Los geht's. Für Glas brauche ich erstmal noch ein bisschen Sand. Und natürlich darf ich nicht vergessen, den Chunkloader anzumachen. Dann brauche ich ein Stack und 57 Baublöcke. Digga, mit der Rüstung kann ich echt nicht mehr drauf gehen, Alter. Zu OP. Da haben wir ein bisschen Stein. Etwas Erde darf natürlich auch nicht fehlen. Ein paar Steinwände. 18 Soul Sand. 18 Soul Sand. 8 Treppen. 4 Red Stained Glass. Ein Fence. 20 Komposter. 19 Observer, 14 Pistons und 10 Sticky Pistons. Das Problem ist nur, mir fehlt exakt ein Slime Ball. Eine! Bro, das regt mich schon wieder auf. Das heißt, den ergänzen wir später. 9 Fackeln, 2 Cauldron, eine Lightning Rod, für die man tatsächlich mal Kupfer verwenden kann. Oh, ich habe keinen Redstone mehr. Das sollte dann auch erstmal wieder genug Redstone sein. 61 Redstone Dust. 8 Redstone Repeater, 12 Kisten, 21 Hopper, 5 Redstone Fackeln, 5 Comparator, 2 Dispenser, 2 Buttons, eine Pressure Plate, ein Hebel, ein String, 19 Slabs, 16 Armor Stands, 10 Leitern, 5 Schilder, 5 Trapdoors, 7 Magma Blöcke, einmal 20 Junk Items, zweimal 20 Junk Items, Bone Meal, Kelp, ein Seerosenblatt. Und jetzt wäre ich auch schon fertig, wenn mir da nicht dieser eine Slime Ball fehlen würde. Deswegen Tankloader aus. Bruh, falscher Mond. Nope. Dafür bin ich nicht auf diese Welt gegangen. Digga, wenn der hier explodiert wäre, ey. Oh, lol, ein Hühnchen. Uns fehlt zwar noch der eine Sticky Piston, aber ich suche schon mal einen Spot zum Bauen. Also, ich glaube, hier der Spot ist gut. Slime. Und tschüss. Unser letzter Sticky Piston. Und dann würde ich sagen, geht's los mit dem Bau. Der Chunk hier wird's tun. Bro, es gewittert einfach und ich muss jetzt hier die Villager ranschaffen. Das kann ja lustig werden, ey. Hi, hi, hi. Chunkloader an. Alle Villager, die ich brauche, sind jetzt sicher hinter mir verstaut. Und jetzt geht's hier weiter. Da ich für die Items sortiere, halt noch Items brauche und ich nicht so viele Emeralds habe, werde ich jetzt erstmal ein bisschen an der Farm stehen und die Items sortiere. Dann sortieren lassen. Oh, warte mal. Nee, hold up. Ich muss davor noch was machen. Weil ich kann ja nicht erst durch mein Dorf, durch das andere Dorf zur Raid Farm. Ich brauche ein Portal auf der Netherdecke bei der Raid Farm. Bitte verlinkt es korrekt. Daumen drücken, Leute, Daumen drücken. Ja! Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. First try. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für den großen ersten Test. Ja, da ist er schon. Perfekt. Bitte geht nicht irgendwas kaputt. Es passiert nichts. Doch, es passiert was. Ich habe ein Horn gehört. Ja, da kommen Villager. Pillager. Dann würde ich sagen, das sollte dann auch schon genug sein, glaube ich. Oh, ups. Sollte dann auch schon genug sein, um die Items hier einzusortieren. Oh no. Oh no, was ist denn da passiert? Oh no, oh no, oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Tschüss. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Oh mein Gott, Bro. Da ist irgendwas explodiert. Oh mein Gott, Bro. Wieso kommen die da oben raus? Dann sortieren wir mal die Kisten.
Nach dem, was ihr gerade gesehen habt, ist irgendwie die Aufnahme aus. Kein Plan warum, wahrscheinlich habe ich vergessen, den Weiterknopf zu drücken. Tja, das war dann wohl meine Schuld. Aber ich kann euch versichern, dass es noch nicht funktioniert hat. Und die Raid Farm wieder explodiert ist. Außerdem bin ich dadurch einmal fast gestorben, was ihr hier sehen könnt. Daran, da ich dieses Advancement habe. Aber diese Zahl hier hat sich nicht verändert. Und ich kann euch nochmal schnell zeigen, was ich jetzt erfarmt habe in der kurzen Zeit, in der ich farmen konnte. Also das ist bis jetzt alles, was ich geschafft habe zu erfarmen. Und eine ganze Doppelkiste voller Totems. Deswegen soll ich jetzt erstmal nicht drauf gehen. Allerdings würde ich wirklich sehr gerne wissen, warum das Ganze passiert. Deswegen werde ich im nächsten Video dem Ganzen auf den Grund gehen und hoffentlich rausfinden, warum die Pillager da oben rauskommen. Lasst auf jeden Fall also ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und dann, ciao!